Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. Ich weiß ja nicht, was der heult. Der heult wegen irgendwas. Wir haben irgendwas in der letzten Folge gemacht. Warum der heult? Ich weiß es nicht mehr. So, wo ist denn jetzt hier meine Karte? Dasselbe Spiel wie immer. Wir suchen erstmal stundenlang unsere Karte. So, sagt dem Feldwebel. Nee, will ich doch ja nicht. Was? Oh, was haben wir hier? Okay, das ist ein Schwert. Und lass uns mal das machen. Und wir werden. Kommen wir hier hoch? Wir werden gleich sehen, ob wir hier auch kommen. Wir kommen hier nicht hoch. Okay, war hier nicht irgendwo ein Weg? Wo ist denn hier ein Weg? Wir brauchen einen Weg. Ich brauche einen Weg. Der Rechner muss ich noch ein bisschen einkriegen, so wie es aussieht. Aber kannst du auch eine Axt führen? Komm mal hier hoch. Wie kann ich denn hier springen? Ah. Komm, Geralt, hüpf. Hüpf. Hüp, Holland, hüp. So, wir müssen da hinten lang und dann gucken wir mal, was da für ein Fragezeichen ist. Und dann werden wir mal hier die Fragezeichen ein wenig abklappern. Heute hatte ich eigentlich vorgenommen, ich hatte mir vorgenommen, Witcher 3 aufzunehmen, aber dann wie soll ich sagen, kurze Nacht, hatte Spätschicht, habe noch Assassin's Creed Origins gespielt, nachdem ich ja jetzt mit Odyssey soweit durch bin. Zyklop. Warte mal, das war Quen. Und wo gehörte der Zyklop jetzt hin? Konstrukte? Nee, warte mal. Vampire auch nicht, verfluchte Relikte. Wo hören die denn hin? Konstrukte? Nee. Nekrophagen waren das doch nicht, oder? Nee, das hat ja Originen, könnte es sein. Zyklopen, okay. Dann war Gwen und Art? Nee, Art nicht. Diese allerdings hier. Axi. Und Originbild. Den werden wir das mal machen. Was war das jetzt für eine Farbe? Rot? Ja. So, und dann machen wir mal. Oh, du kannst nicht speichern. Okay, ich muss erstmal wieder rinkommen. Junge, bleib ruhig. Bin doch nicht bereit für einen Kampf. Alter. So, wir müssen sofort auf Fahrt umspringen. Nee, warte mal, das ist doch hier. Nee. Uiuiui. Also ich muss sagen, wenn man nicht gleich drin ist, ja, in dem ganzen Gedönst hier und man denn kämpfen soll, ist ja halt alles so ein bisschen, vor allem wenn man gerade so aus anderen Spielen rauskommt. Ich habe in letzter Zeit viel Assassin's Creed Origins gezockt. Das war schon, ja, ich will ja da auch mal weiterkommen. Ne, hier den hier.
Das war schon heftig. So, warte mal, wir müssen wieder nach oben oder so? Er hört aber auch nicht auf, Feste. Er bis runtergerutscht. Das waren Stellen mit bei. Mensch, du komm doch raus hier. So, sind wir jetzt hier bald fertig? Was ist da noch so ein Vieh hier über mir gewesen, oder? Diese Viecher, ja. Oh, guck mal, Krebse. Geil. Oder Krabben? Krabben, ja. So, ich glaube nicht, dass wir hier lang kommen. Wie weit er immer rutschen tut. Komm schon. Sind Sie, Alter, wie viel sind denn hier? Kickt euch das mal an. Ist ja alles voll mit die Viechers. Komm mal ran hier, ihr Lappen. Jetzt sind sie wieder weg. So, kommen wir jetzt hier rüber? Ich glaube nicht, dass wir hier mit dem Gebirge hochkommen. Jetzt kotzt mich gerade ein wenig an. Oh, hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Ich habe einen Weg gefunden. Ich werde bekloppt. Hier ist ein Weg. Ich habe einen Weg gefunden. Hier ist ein Weg. Ich habe einen Weg gefunden. Ah, ein Weg. Steinig und schwer. So, gut, die lassen wir erstmal außen vor. Guck mal, wir können doch hier lang. Kommen wir da direkt dahin, ja, aber. Oh, hier ist ein Holzkern oder sowas. Ne, ein Schiff. Magie, ein Ort der Macht. So, das müsste Axi sein, wa? Sehr schön. Nee, das war die falsche Taste. Wundere mich gerade, warum das nicht aufploppt. So, wir haben da unten was, aber jetzt gehen wir erstmal zur Queste. Die ist da hinten irgendwo, kann das sein? Mir wird aber auch hier kein Weg angezeigt. Das heißt also, da geht kein Weg hin. Wir haben da aber ein paar Viechers. Doch, jetzt wird mir hier ein Weg angezeigt. Na gut, dann nehmen wir den Weg erstmal mal. Wo müssen wir denn da wieder hin? Oh, wir müssen wieder zurück. Bin ich vorbeigelaufen? Naja, nicht so schlimm. Kann ja mal vorkommen. Du hast nur ganz kurz den Moment. Wo du X drücken kannst und irgendwie haut's hier nicht hin. Ich muss schon sagen, dass die Viecher ein bisschen nervig sind, ja.
nun mach doch mal hier. Hört doch ja nicht auf. Nein, nimm die hier. Komm schon. Na, die kriege ich nicht. Shit. Dann komm mal raus da, Mensch. Ach, jetzt fällt die da hinten wieder runter. Leck mich doch am Arsch. Komm raus da, du blöde Praxeluhr, Dante. Komm raus. Greif an. Na los, komm schon. Nur erstmal die hier. Manchmal ist es ein bisschen doof hier. Wo haben wir denn? Wir haben doch hier noch eine ganze Menge hier. Zeig mir, was du zu bieten hast. Wir kriegen die hier schon weg. Mal keine Panik. So, ich glaube, jetzt sind wir erstmal so weit durch, dass ich jetzt hier auch mal gucke mal. Gucke mal. Kommen Sie? Kommen Sie? Komm schon. Nur deine Mutter war hässlicher. So. Sie sind ja nicht hässlich, nur gefährlich. Gut, wir sind hier soweit durch mit dem Fragezeichen, mit der Aufgabe. Nee, wir müssen die Aufgabe, wir müssen die zu Jutta zurückbringen. Jutta, ja. Und dann machen wir mal einen kleinen Umweg. Und zwar da lang. Und dafür werden wir mal diesen wunderbaren Weg, der extra für uns angefertigt wurde, lang gehen. Und verlassen dann auch gleich wieder den Weg, um hier über die Berge zu kraxeln. Und zu sehen, dass es hier nicht weitergeht. Das ist nicht gut hier, du. Das ist nicht, überhaupt nicht gut. Wir bleiben mal doch lieber so auf dem Weg. Auf dem Weg? Auf dem Weg? Auf dem Weg? Ja, 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 ja. Ja, hallo, ihr Ziegen. War meine Autohupe. Er hat eine Hupe wie so ein LKW, wisst ihr? So ein schmächtiger Kerl. Hupen tut aber wie so ein LKW. So, wir können hier lang. Wenn ich jetzt sage, da will ich lang. Wo komme ich denn da hin? Wo kommen wir denn da wieder hin, wenn wir hier lang gehen? Tot kommen wir da, wa? Oh, hier geht das runter. Mehr oder weniger. Oh, hier sind ein Haufen Wölfe. Die sollen mir aber jetzt erstmal egal sein. Solange die mich nicht angreifen. Oh. Das war ein One-Hit.
Geralt, das One-Hit-Wunder. Nachricht. Zerkratzter Schlüssel. So, Njal, bla bla bla. Wrong PS, wenn du ankommst, halte dein Schwert bereit. Die Gewässer dort sind gefährlich. So. Ja, ich drück doch schon. Ich drück doch schon. Ich drück doch schon. Ich drück doch schon. Quest abgeschlossen. Wir haben das jetzt abgeschlossen. Warum auch immer. Ist hier noch irgendwas, was ich gebrauchen? Warte mal, ist hier. War hier eine Höhle? Hier ist eine Höhle. Guck mal, jetzt ist hier sogar ein Eingang. Waren wir hier schon mal? Fragezeichen. Nur tauche mal da. Von Natur aus ist man ja neugierig. Mit einem vielleicht Schwertwahl. Warte mal, habe ich das nicht so ja? Wie überlegen der Piro hier. War da mehr Sauerstoff, ne? Oh, guck mal an. Oh. Goldener Pirol heilt uns. Ich glaube, das war das gewesen, ne? Bleibt mal ganz ruhig hier. So, da war wieder einer weniger. Okay. Alter, ich hänge hier. Hilfe! 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 Spuckt der so eine Scheiße da? Meine Güte! Nein, 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 nein! Komm schon, raus da! Jawohl! Mach du mal. Na komm schon. Dein Gift heilt mich nur. Naja, spuck du nur. Du Verfluchte. Alter, wir haben ein gutes Tänzchen hier gerade gehabt. Madame, bitte zum Tanz. So einfach sieht's doch mal aus. Es sah so aus, also diese Tänzchen, die hier zwischen Geralt und den Bestien so sind, ja. Die Frage, wer führt, muss erst noch während des Tanzes geklärt werden. So, wir haben hier eine rote Truhe. Okay. Keine Ahnung, was für eine Aufgabe das jetzt ist. Ich hätte jetzt gedacht, das war die Aufgabe. Wisst ihr? Die jetzt gerade abgeschlossen wurde. Was haben wir hier? Kartoffelbo bist. Ich hatte die Frage schon mal gestellt. Gibt es so eine Filze überhaupt richtig? Ich glaube ja, ne? Wie kann ich hier tauchen? Achso.
So. Hier gibt es aber nichts. Kommen wir hier wieder hoch. Na, das ist doch gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind, wa? Ich hätte jetzt gedacht, ihr hört zu der Aufgabe. Das stand wahrscheinlich auch drin. Warte mal, ich mach mal erstmal den hier wieder und den hier wieder. So, ich würde sagen, wir meditieren mal eine Runde, nur ein Stündchen. Dann ist nämlich wieder alles aufgefüllt. So, Freunde, wir werden mal jetzt wieder hier hochwatscheln und dann werden wir mal zu Jutta zurück. Und dann haben wir die Tat vollbracht. Hier sind Wölfe unterwegs. Werden die uns gefährlich? Jawohl. Okay, hat sie erschrocken. Wo ist denn hier eigentlich mein... Was jetzt, du Stück Dreck? Ach stimmt ja, ich habe ja diesen Pirouettenschlag hier. Wer hat noch nicht? So ein Bereichs-Looter hätte ich gerne. Wir nehmen die alles mit, oder? Was ist denn hier noch? Hier liegt ja schon wieder was ganz anderes rum. Doch Karnickel. Den kann ich aber nicht looten, weil er in der Luft schwebt. Das ist der Karnickel Houdini. Oder wer schwebt in der Luft? Welcher Magier schwebt er denn in der Luft? War das Houdini? Guck mal hier, was haben wir denn hier, ihr Fatzken? Achso, ich wollte gerade zuschlagen. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Warte mal, ich muss mal gucken. Sind wir hier richtig hier bei Jutta angeht? Nimm dich vor den Banditen in den Hügeln in Acht. Ihr könntet mal gefegt werden. Hast du überhaupt einen Besen? Ich schlage damit Ratten tot. Also waren wir schon bei dem? Was brauchst du? Bleib, wo du bist. Die Ofenhitze ist einfach furchtbar. Ja, den kennen wir schon. Wiedersehen. So, hast du Jutta gesehen? Was bedeutet sie dir, die Zauberin? Yennefer, nicht? Woher, wie ist die denn von Yennefer? Freunde, das ist mir alles hier so ein bisschen... Fleisch. Wo ist denn die Alte? Doch hinten, Mensch. Vorsicht! Warum wird denn mir das nicht mehr auf der Karte hier angezeigt? Was ist denn mit der Wegfindung schon wieder nicht in Ordnung? Habe ich es zu übertrieben jetzt mit dem Ganzen hier oder was? Eigentlich wüsste ich nicht, was ich übertrieben habe, aber... Gucken wir mal. Kommen wir hier hoch? Jutta! Jutta! Kommen wir hier hoch? Hier kommen wir nicht hoch, ne? Oh, hier hinten könnten wir hochkommen. Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Bleib. Geralt. Bitte. Oh. Alter. Okay. Wir sind so nah und doch so weit weg. Ah, guck mal. Es ist nicht zu spät. Bitte um Verzeihung und ich verschone dich. Mit deinem Gefasel kannst du mich verschonen, Sven. Genug von dem Geschwätz. Okay, wir müssen jetzt erstmal eine Runde meditieren, weil ich muss mich erstmal hier... Ach, das ist ja diese eiserne Jungfrau. Ja, die kann auch Jungfrau bleiben. Hüpf doch mal rüber da. Bleibst du lange? Grüß dich, Weißhaar. Hier ist dein Schwert. Ich habe Hoskuls Schwert, wie du wolltest. Ich muss noch testen, ob es wirklich unzerstörbar ist. Nicht schlecht. Wie hast du das geschafft? War nicht schwer. Ich musste nur die Luft anhalten und die Arme und Beine gleichmäßig bewegen. Starke Worte. Mal sehen, ob du im Ring auch so stark bist. Kämpfen wir. Bereit, wenn du es bist. Fangen wir an. Möge Freya den Sieger bestimmen. Kommst du weit her?
Schieb ab! Yeah. Genug! Genug! Oh Götter! Kein Wunder, dass du Schwierigkeiten hattest, würdige Gegner zu finden. Schließlich ist ja einer aufgetaucht. Wo hast du das alles gelernt? In Kaer Morhen. Kaer Morhen? Das ist aber weit weg. Bestimmt hast du auch unterwegs viel gelernt. Erzählst du mir davon? Das wäre eine lange Geschichte. Na gut, wir brauchen einen ruhigen Ort, guten Met und... Was meinst du? Ich werd's nicht machen. Wir bleiben mal unserer Yennefer treu. Die ist ja mal noch eiserne Jungfrau. Also wenn ich jetzt... Ich hab so ein bisschen Angst, dass da alles gesperrt wird. Wenn wir hier... Rambazamba, Rucki-Zucki. Ja, da muss ich erstmal einen Schluck aus der Buddel nehmen. Ja, machen wir oder nicht? Nee, komm. Vielleicht ein andermal. Ich muss sagen, das war nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Ich dachte, du willst deinen Sieg feiern. Aber du hast es wohl eilig, nehme ich an. Viel Glück auf dem Weg. Hexer nicht? Quest gescheitert. Oh nee. Freunde, nee, 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 nee. Na, das ist aber scheiße. Warte mal. Ist das hier? Ja, glaube ich. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Dann Schluss. Dann müssen wir. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs. War der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Warum werde ich jetzt in diese Situation gedrängt? Wieso kann ich meine... Hä, ich hab die doch besiegt. Das ist jetzt die Aufgabe, die zu entjungfern, oder was? Genug! Genug! Oh Götter! Kein Wunder, dass du Schwierigkeiten hattest, würdige Gegner zu finden. Schließlich ist ja einer aufgetaucht. Wo hast du das alles gelernt? In Kaer Morhen. Kaer Morhen? Das ist aber weit weg. Bestimmt hast du auch unterwegs viel gelernt. Erzählst du mir davon? Das wäre eine lange Geschichte. Na gut, wir brauchen einen ruhigen Ort, guten Met und... Was meinst du? Naja, für den Abschluss. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum ist denn das als Fail? Dass die Mission fehlgeschlagen ist. Welche Mission ist denn fehlgeschlagen? Wir haben die alte besiegt... Besteht die Mission wirklich nur darum, diese eiserne Jungfrau ihren Keuschheitsgürtel abzunehmen und ihr erstmal ordentlich, naja, ja. Ja, für die Mission müssen wir was machen, sonst ist nie abgeschlossen. Gerne. Treffen wir uns in der Taverne? Zu laut. Komm zu meinem Haus in Harwicken. Ich warte nach Sonnenuntergang. Bis dann also. Vielleicht kann ich das noch Eiserne Jungfrau Quest aktualisiert. Okay, geht hier noch weiter. Kann ich hier runterrutschen? Ja, aber. Ja, ein bisschen müssen wir aufpassen hier. Tja. Den mal raus, den Dosen öffne. Und die Büchse der Pandora öffnen, ne? Was tut man hier alles, um hier mal abzuschließen? Was? Aber trotzdem ist es ein Schwachsinn. Weg da! Weg da! Ich muss... Liebe machen! Oder er kann vielleicht noch abwehren, das weiß ich nicht. So, bis Einbruch der Dunkelheit. Halt, halt! Da kann ich mal reden mehr.
So, wir müssen bis, naja, sagen wir mal, 22 Uhr. Machen wir mal 23 Uhr. Ist eine lustige Zahl. So, jetzt haben wir nochmal unsere Kräfte gesammelt. Speichern wir hier nochmal schnell. Tja, und dann Du bist vielleicht. ein Hexer, nicht? Bruder Adelberts. Adalberts Bestinarium. Bestiarium. Okay. So, Jutta, kick mal, wie sie schon. Eigentlich das Massaker von Cintra. Ciri kommt aus Cintra. Ihre Familie lebte dort. Kalanthe war die Oma, glaube ich, gewesen. Ich meine, wenn wir sie jetzt hier nicht, dann pimpert die nie im Leben. Und was bedeutet sie dir, die Zauberin? Jennifer, nicht? Ja, eine ganze Menge, aber. Sei gegrüßt. Ich dachte schon, du hättest es dir überlegt. Ich würde doch nicht die Gelegenheit verpassen, einen angenehmen Abend mit dir zu verbringen. Ich weiß nicht, ob ich unterhaltsame Gesellschaft bin. Eigentlich rede ich selten mit Männern. Oh, wir geht vielleicht auch ohne. Selten. Warum denn? Tja, ich verschwende vor Kämpfen nicht gerne die Zeit mit Geschwätz und hinterher kann keiner mehr reden. Jetzt, da ich endlich jemanden gefunden habe, der stärker ist als ich, hat Freya wohl grausame Scherze getrieben. Was hat Freya damit zu tun? Ich habe bei der Göttin geschworen, dass nur der mich im Kampf bezwingt, mit mir liegen, mich zur Frau nehmen und mir Kinder schenken darf. Oh, das sieht schlecht aus. Beim ersten Teil kann ich dir helfen, ja. Freya ist grausam, dich hat der Falsche besiegt. Leider hat dich der Falsche besiegt. Ja, ich weiß, dass Hexer keine Ehemänner sind und auch keine Kinder zeugen können. Und doch hast du mich besiegt. Und ich bin sicher, dass viele Krieger von Skellige deiner Aufmerksamkeit würdiger sind als ich. Einer würde reichen. Hast du nie auf den anderen Inseln gesucht? Da könntest du recht haben. Vielleicht ist es Zeit, dass ich Faerö verlasse. Nun, viel Glück, Jutta Andimun. Ja, sei Dank, Alter. Wir haben es geschafft. Wir haben es abgeschlossen, ohne dass wir mit dir pimpern mussten. Alle jetzt so, nein! Warum? Wir wollten doch Titten sehen. Hallo. Hallo. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will Ruf da. Lass mich ran da. Und was bedeutet sie dir, Lass mich die ran da, denn sie will Zauberin? ja. Jennifer, nicht? So, Freunde der Sonne, 34 Minuten um. Es gab keine Pimperei. Ich will auf die Pimperei so ein bisschen verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, es ist mit Jennifer. Das ist was anderes. Wir erinnern uns an die Folge auf dem Einhorn. Als sie mit meinem Horn, ja, mit Geralds Horn eigentlich. So, Freunde, jetzt ist aber genug jetzt hier mit der Sexualisierung dieses Spiels. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge wieder Spaß gemacht und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Selbe Stelle, selbe Welle und selbe Uhrzeit. Und ja, dann werden wir mal weitermachen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.